others. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Almas Söhne vereinen sich, um Armekem zu entkommen, aber es ist nicht gewiss, ob sie sich wie Brüder oder wie Feinde verhalten. Abschnitt 1. Gefängnis. So, genug der schönen Erzählerstimme. Hui. Flüchten. Aber was wird aus ihr? Tja, ihr Lieben, und da willkommen zu 4-3. Mit mir zusammen der Legu. Als Freund oder Feind, ich weiß es noch nicht. Töten kannst du mich ja nicht jetzt, oder? Ich bin nicht der Legu, ich bin nur ein Faker. Ach so, gut. Ein Faker. Ist nämlich Fame und fame Leute haben Faker und ich bin ein Faker. Alles klar, ein Ficker. Ja, so. Nein. Das habe ich nicht gesagt. So, Zielvorgabe. Entkomme aus der, was? Anstalt. Nur kurz hier umschauen. Der Meister. Ich bin nämlich unbewaffnet. Wie soll ich denn dort töten? Die Tür geht nicht Keine auf. Ahnung. Oh, hallo. Ja, der ist im Gefängnis, das Kleid ist so schwarz. Das war böse. Das ist alles ein schlimmes Vorurteil. Ich bin ja nicht Lego, darum darf ich sowas sagen. Ach so. Geht die Tür hier auf? Jemand. Nein! Oh. Na, kann man irgendwie winken? Keine Ahnung. Mach den mal da. Tja, dir steht der Weg ja frei, aber
Ach so, jetzt habe ich mir zugemacht hier. Oh, was ist denn hier los? Sieht so lustig aus. Hier ist ja noch jemand. Oh. Es bewegt sich das Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf. Nahkampf. Auch du, Brutus, töte drei Gegner mit einem speziellen Nahkampfangriff. Hey, da drüben ist nichts. Mach mal den hier. Was kann ich denn noch so machen? Hallo. Oh, ich kann Leute grillen. Das ist schön. Scheiße, er ist es. So, Schrank. Hört er mich denn nicht? Kommt hier runter. Er hat sich befreit. Vergiss es. Ich bin ein Saiyajin. Das ist so cool. Was meinst du? Ich kann einfach mal Laserkugeln aus meiner Hand schießen. Ich habe hier gerade andere Sorgen. Ich muss mich hier. Der versteckt sich da hinter der Kiste. Ist er jetzt tot? Sieht ja ganz so aus. Hier Alter ist auch ein Hebelchen. Ja. Oh, da war Mutti gerade zu sehen. Wo bist du jetzt? Genau hinter der Glasscheibe. Hier habe ich sie gesehen. Okay, bei mir war Mutti nicht da. Oh, sie hatte ich nicht lieb. Oh. Hier bin ich. Hinter den Schachteln. Lachst du gerade so? Wahrscheinlich. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Granate. Moin Moin. Hier bin ich. Kann ich auch hauen? Ich kann hauen. Und ich kann Zeitlupe. Doch mal durch dein Schussfeld, ja? Ist ja nicht schlimm. Hi. Rottentrottel. Wie schnell doch alles zu einem zurückkommt. Kann ich dir eigentlich so auch wehtun? Ich hoffe ja wohl mal nicht. Das wäre dann nämlich irgendwie so scheiße, so von wegen Rache, Magika und so. Was ist denn hier, was gibt's jetzt da hinten? Du bist hier gerade durchgeschlupft. Ja, weil du auf mich schießen wolltest, vermutlich. Ach so. Nur deswegen? Das ist ja nur ein Test. Huch. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr testen. Was habe ich getan? Du bist. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Soldaten verdaut oder so. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall weg. Du hast ihn zerquetscht. Ah, das ist geil. Das ist meine Null-Diät. So geht das. Ja, leider kann man nicht die Uncut-Version spielen. Ah, da ist jemand drin. Moment. Moin Moin! Ach, jetzt kommt wieder Zeitlupe, ohne dass ich was mache. Er kann fliegen, er ist ein Engel und ich kann nicht in ihn rein. Ich weiß, es klingt falsch, aber... Oh. Jetzt meine ich rein, dann schmeiß ich dich halt. Ach ja, ich ball auf Leute. Oh, ich hab Granate. Ich hab Granate dann. Oh, da ist doch noch jemand. Oh. Ich brauch eigentlich gar nichts machen. Du räumst wunderbar auf hier, weißt du das? Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich beim Schießen weiterhin laufe und nicht stehen bleibe. Jetzt keine Kritik an deinem Spielstil. Oh hi. Hau mir doch mal die Tür nicht ins Gesicht, Schmock, ey. Einer Fotzenkobold da, ey. Mach da einfach die Tür auf. Wer denn? Ich sehe hier niemanden. Mama! Alma! Nochmal Alma! Warte auf mich! Wo bist du? Alma! Alma? Oh. Ah, ist da noch Bier drin? Keine Ahnung, aber ich fliege einen Eimer rum, die Hunde. Ganz schön dunkel hier, oder meinst du? Wow, was für Düs. Oh. Okay, dann mal weiter. Seelenband. Seelenband, Moment mal kurz. Wofür Team Seelenband erlangt 1000 Punkte. Ich habe hier Achievements, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Wahrscheinlich, weil ich gerade die Seele mit dir geteilt habe, statt sie mir einzuverleiben. Die wird dich noch keine Ahnung, ich hätte irgendwie zwei Optionen. Ich denke mal, teilen ist netter. Ach komm, Gemeier. Ich bin ein Freund, was geht? Wie blöd er geguckt hat. Dieser richtige Vollidiot. Weißt du, der hat gerade echt so geguckt, wie so eine Nutte, wenn ihr ins Gesicht sagt, oder du kriegst dein Geld. Oh Mann. Irgendwo ist noch da oben! Krass, ey, weißt du, in so einem Kaninchenstall.
Scheiße, hat er gesagt. Oh, danke für die Granate, warte. Ich hab auch was für dich. Nennt sich Blei. Alma war Idee. Keine Hure. Ich wollte gerade sagen, es wäre eine scheiße Idee, sie Hure zu nennen. Wobei die Kuh hätte eh nur hinten nach links und rechts, weil sie gerade ein fettes Ball ist, aber trotzdem. Ich glaube, ich bin gerade tot. Warum machst denn du? Scheiße! Du liegst am Boden, die ballern weiß ich wie viel Blei in mich rein und du denkst dir nur so, ach scheiß drauf. Kannst du mich heilen oder sowas? Ja, aber du kriegst gerade von mir weg, das sah sehr lustig aus. Ach ja. Ich freue mich schon auf deine Aufnahme. Wieso? Nur das war ungefähr so wie Magica, wo ich da aus dem Bildschirm geslidet bin und du hast das halt wie so eine Robbe gemacht. Ah, das war so herrlich, der Bug. Ja. Ich konnte es nicht Moonwalk nur seitwärts und rückwärts, was? Ich konnte es mir nicht verkneifen, da die Mario-Melodie einzubauen. Es hat so wunderbar gepasst. Ja, komm mal, hinten kommen Leute. Oh, du Rauchgranate. Jetzt ist es ja aber unfair. Du bist eh unsterblich. Nein, bin ich nicht. Was? Warum nicht? Können mich auch töten. Na dann komm ich vorbei hier. Scheiße. Mach aber grad mein Saiyajin-Move. Der irgendwie echt nervig ist. Moment, gib mir den mal, der kann ich ja gar nicht. Aber ich kann einen festhalten und dann anderen abschießen, das ist echt praktisch. Mhm. Kann man sagen, ne? Achtung an alle Stationen. Das fertige Experiment ist ausgebrochen. Spuren führen in Richtung Kantine. Wir folgen, um einzugreifen. Weiß nicht, was er getan hat, aber... Die meinen doch nicht mich mit das unfertige Experiment. Ich habe keine Ahnung. Doch, da kam gerade eben die Meldung, das unfertige Experiment ist ausgebrochen. Was? Wo habe ich gerade Schaden genommen? Vielleicht bin das ja ich. Ah, was hast denn du da gemacht? Warum bist du so? Warum fliegt dein Blut nach oben? Mein Blut fliegt nach... Ach so, der da. Ja, Seelenband. Ja, man kann teilen und stehlen. Ich teile aber mal, weil ich nett bin heute. Hm. Und somit ist der Platz auf dem Stuhl frei. Ist das hier Nebel? Nee, kann ich nicht betätigen. Ganz ehrlich, Gewalt, komm. Wenn es Gewalt nicht hilft, dann mehr Gewalt. Hier geht's nicht durch. Aber durch die Tür vielleicht. Boom. Ah! Die habe ich ja. Hi! Feindliches Ziel gesichtet. Mach mal kurz den Körper, danke. Da drüben bei der Tür. Ja, ich bin der, der das Leben nicht macht. In eure beschissenen Köpfe runter. Nehmt eure beschissenen Köpfe runter, sie sind ja freundlich. So nett, das nennt man hier ein Teamwork, oder wie? Anscheinend. Dam dam da dam dam da dam 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 dam. Hui! Du hast dich gerade aufgelöst schon wieder. Wo bist du? Ach da. Wieso platz ich andauernd? Das ist voll unfair. Wahrscheinlich kommst du nicht arg weit mit dem. Wow, auch ein 9. Na dann halt nicht. Ja, voll unfair, ey. Weißt du, woran ich ganze denken muss, wenn ich hier die Leute hochhebe? Wie wir in Borderlands 2 an die Sirene, ich weiß auch nicht. Das ist ja irgendwie auch das gleiche, ne? Mhm. Nur dass die Sirene nicht in Leute reinspringen kann, wenn irgendwie schade ist. Ich stell's mir nur gerade in Borderlands vor, diese Mechanik. Borderlands habe ich noch nie gespielt. Hinter der Theke, da gibt's ein Bier. Halt sogar los und hol es mir. Geh zurück, geh zurück! Ich bin getroffen, ja! Scheiße! Die Gegner stehen einfach da mal mit dem Kreuzfeuer. Die armen Schweine. Ach, das bist du! Was heißt Aufstieg? Ich weiß es nicht. Gibt's Level-Ups? Keine Ahnung. Ach ja. Ist ein Schlossi, Fossi. Geht's hier jetzt weiter? Hier liegt wieder eine Leiche. Ich teile mal wieder. Du bist doch ein Geist, wie können sie dich sehen? Nö, ich bin gerade in jemanden drin. Ach so. Dann sehen sie mich aber auch. Oh, mach nicht was. Oh, es wird wieder dunkel. Das heißt, ich gehe gleich kaputt, oder was heißt das?
Ich weiß nur, wenn ich einen roten Rand kriege, dass ich tot gehe. Ja, aber bei mir wird gerade alles so Silent Hill-mäßig. Ich weiß auch nicht. Ja, das heißt, dass mein Typi sich auflöst langsam. Dann nichts aushält. Guckt ihr nicht auf. Ach nö. Da kann ich eigentlich keine Gegner rumwerfen, das wäre noch viel lustiger. An die Funktion haben die wahrscheinlich damals nie gedacht. Ich bin getrackt! Delta 3-2, aber siehst Kontakt zum Ziel verloren. Verfolge in Richtung Zellenblock Charlie. Noch ein Seelenband. Hast du die Stimme auch gerade gehört? Jo. War wahrscheinlich irgendjemand, der irgendwie rumgeschrien hat. Oh, hier gibt's auch eine Shotgun oder so. Oh mein Gott, was ist denn da noch? Ach, komm mal her. Bist du schon weitergelaufen? Wo bist du? Unten die Treppe runter komplett. Ach so. Aber komm mal her, hier ist was Lustiges. Ich komme. Ah, da ist er ja. Der feine Herr. Schlendert hier erstmal die Flure lang. Oh, was ist denn das? Eine Pumpe, denke ich doch mal. Wie viele Waffen kann ich denn tragen? Es ist ja ein bisschen... Vermutlich so Mainstream-mäßig wieder 2. Also 4 Stück. Echt jetzt? Nee. Ich habe jetzt gerade mein Maschinengewehr runtergelassen dafür. Naja, sorry, wahrscheinlich entweder eine große, eine kleine oder bei irgendwelche oder keine Ahnung. Ich bleib mal bei der Shotgun. Mainstream-Shooter-mäßig halt. Jetzt komm her. Das ist nämlich schön, das musst du in der Aufnahme haben. Guck mal da, so was wünsche ich mir zum Geburtstag. So eine Puppe. Voll niedlich. Ja, kannst auch aufheben. Guck an! Mami, nimm die Alma-Puppe mit. Wow. Ich glaube, hier war eben was drin, was ich jetzt übersehen habe. Ein Ereignis, meinst du? Na da, in diesem Aufzug, da hat sich eben was aufgelöst in der Ecke, aber ich habe nicht gesehen, was. Schade. Einfach Replay machen, was ist denn das? Auch so eine Pumpgun. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun. Oh ja. Ich werde schon klarkommen mit der irgendwie. Ganz nah an den Gegner und ab an den Kopf. Jupp. Glaub, hier riecht alles nach Jumpscare, darum warte ich mal auf dich. Wir teilen die ja miteinander, ne? So wie die Seelen, genau. Das sieht doch verdächtig aus. Leuchte mal mit der Taschenlampe rein, oder? Ich leuchte ja schon, aber da ist nichts. Wie doof. Ey, hier ist auch nichts. Die Tür geht auch nicht auf. Seelenband. Knurrt irgendwo. Aber auf der anderen Seite ging es noch weiter. Hörst du das Knurren auch? Wow, hier. Wieder zurück teleportiert, wie bitte, was? Hä? Durch die Wand. War ein Hund. Oder ja, sowas. Irgendwie sowas. Ich nenn's mal einen Hund. Oh, da ist wieder ein Seelenband. Mann, Mann, meine Augen sind aber ganz schön trainiert auf sowas. Ach komm, den klaue ich dir jetzt mal. Bin das mein Ego. Wartet, wir haben hier ein Problem. Kacke. Die Leitungen 2 bis 4 zeigen alle rot an. Das hat mich jetzt gerade etwas wehgetan. Ja, ich auch. Oh, guck mal, hier ist jemand, der wird gebrutzelt und ich glaub rein. Das ist natürlich klug, da reinzurennen. Machen Sie, ey, wie viele Seelenbänder liegen denn hier rum? Meine Fresse, nee. Wofür sind die Seelenbänder überhaupt? Finde einen Ausgang, bevor das Gefängnis in die Luft fliegt. Ein feindliches Ziel gesichtet. Das klingt nicht gut. Das ist ein richtig Schmarotzer-Natter, ey. Ich wollte den gerade umlegen, bevor du den übernommen hast. Ja, das wusste ich schon, darum habe ich mich dabei. Weiß schon, dass du mir keine Waffe gönnst. Der ist ja auch schon tot. Halt, da lebt noch irgendwo einer. Ach, unten! Ja, ich denke mal, da müssen wir jetzt aber auch hin. Hm? Oh, die Granate ist zurückgekommen. Ach, wie gut. Oh, diese Schreine, das ist so geil. Ach, diese Zeit, wie gesagt, ich finde es mit eigentlichen Spielen nie, es sei denn, ich den Gegner remixen.
4-3, der absolute Party-Shooter. Oh, hier müssen wir durch. Seelenband, nicht euer Ernst. Warte mal, willst du mal? Da. Na gut. So, teile, stehle, ich teile. Er hat sich Kontakt, obwohl wir beide hier hinter der Wand hocken. Glaubt er lügt. Vielleicht haben die Radar. Wird den aber auch nicht viel bringen. Wow, das bringt so viel Schaden. Ach, da hinten. Halleluja, Halleluja. Achtung, Zeitlupe! Hä? Oder doch nicht? Wo sind die? Ach, da! Ah, noch jemand? Warum kommen da so schwarze Ölerkinder an den Mädchen ran? Das ist irgendwie verwirrend. Was ist das hier überhaupt alles? Das sind Gegner, warum sagst du mir das nicht? Ach so, das sind Gegner, ich dachte, du, ja. Also ich dachte so, ja, guck mal, der Black ist an meiner Seite, der tätschelt mir den Nacken. Irgendwas passiert mit mir gerade? Ja, mir auch. Was zur Hölle? Gefängnis Impossible. Herr Doktor, ich glaube, die Medikamente wirken jetzt. Noch dramatischer Kampf, die nicht mehr aufgehen, oder? Du bist gerade verdammt leise. Ich glaube, die Videoeffekte sind immer noch zu laut. Ja, hier haben wir eh die Klappe zu halten. Na komm, ich rette dich, bin ich nicht lieb. Hallo. Ich hab euch das Leben. Ich habe euch geformt, euch erschaffen. Ihr werdet mich fürchten, wie ihr es einst getan habt. Ja, da schwimmen wir raus aus der Gebärmutter, oder was das war? Du hast Vettel für diese Mission freigeschaltet.